Bei uns wird es richtig prickelnd heute. Es geht nämlich um Kombucha und um Wasserkefir. Und das zeigen wir euch heute, wie man das daheim super selber machen kann. Und es ist auch noch richtig gesund. Auto ist fertig geladen, starten wir gleich los. Heute sind wir in Hallein und da besuchen wir die Alexandra Klein. Die beschäftigt sich nämlich richtig intensiv und bis ins Detail mit Fermentation und Wildpflanzen. Alexandra Klein, die Kräutermadame, hat sich in die Geschmäcker der Wildpflanzen und deren vielfältige Verwendung verliebt. Als gelernte Köchin weiß sie das zu schätzen und experimentiert gerne. Sie verwendet die Kräuter und Blumen auch in ihrer selbst hergestellten Naturkosmetik. Alexandra ist diplomierte Kräuterpädagogin und widmet sich dem alten Wissen über Kräuter und Wildpflanzen, das teilweise verloren gegangen ist. In ihrem Online-Kräutertagebuch teilt sie ihre gefinkelten saisonalen Rezepte und sie bietet Kurse zum Thema Kombucha, Wasserkefir und Fermentation an. Und genau damit beschäftigen wir uns auch heute. Du hast dir da schon unglaublich viele Sachen aufgebaut. Du hast mir während der Fahrt schon die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, wie denn das mit dem Kombucha funktioniert. Das ist für mich noch ein bisschen ein Mysterium. Also, da haben wir unseren Kombucha oder Kombucha eben. Und das ist, wir sagen Kombucha-Pilz dazu, obwohl es eigentlich eine Symbiose von Bakterien und Hefepilzen ist. Und das ist, Kombucha ist eigentlich sehr einfach erklärt. Es ist ein fermentiertes Gärgetränk auf der Basis von einem sehr, sehr strengen Teesud. Und da muss ich zuerst das Wasser erhitzen. Und das mache ich meistens im Wasserkocher, weil es schneller geht. Und da habe ich einen Energiespartipp für euch. Weil es schneller geht, natürlich im Wasserkocher, ist perfekt. Nicht auf der Herdplatte, weil da spart sie nämlich richtig Energie. Prinzipiell mache ich einfach einen Tee aus Schwarztee oder Grüntee, relativ streng reduziert, und tue den dann mit Zucker einfach aufrühren, also schaue, dass sich der Zucker schön auflöst, tue dann Wasser drauf und gebe dann meine Fermentationskultur, also den Kombucha, mit einer Ansatzflüssigkeit, und das ist immer so ein Teil davon nachher noch, und der kommt nachher in den Kombucha rein. Das kommt dann in ein Glas. Eben wichtig ist, dass wir einen Glaskörper haben, weil da ja organische Säuren arbeiten. Und da machen wir dann einfach den Kombucha-Pilz rein und das fermentiert dann ungefähr, sagen wir so, drei bis sieben Tage, eine Woche. Wichtig ist, dass wir auch da oben dieses Tuch drauf haben. Das ist eben, damit er genug Sauerstoff kriegt. Diese Fermentation ist mit Sauerstoff. Es gibt welche, die was auch keinen Sauerstoff brauchen. Zum Beispiel beim Sauerkraut, da arbeiten wir ja ohne Sauerstoff. Die Fermentation ist der Überbegriff für die Umwandlung von organischen Stoffen mit Hilfe von Mikroorganismen und Enzymen. Und Fermentation verwendet man zum Haltbarmachen von Lebensmitteln. Ohne sie dabei zu erhitzen, so bleiben Vitamine und Spurenelemente und Mineralstoffe erhalten. Während man für den Tee Enzyme verwendet für die Fermentation, nimmt man für andere Lebensmittel Mikroorganismen her. Und diese Mikroorganismen, die wandeln den Zucker und die Stärke in Milchsäure um. Das wiederum tötet uns Fäulnisbakterien ab und macht das Lebensmittel haltbar. Außerdem entstehen nur probiotische Bakterien, die super sind als Darmfutter. Unterschiedliche Mikroben sind teilweise am Werk und somit auch unterschiedliche Geschmäcker. So haben wir für den Apfelessig die Essigsäurebakterien oder für einen Weichkäse die Schimmelpilze oder auch eben die Milchsäurebakterien für Joghurt, Gemüse, Kombucha oder Kefir. Woher kommen Mikroben? Auf Gemüse sind genügend Mikroben. Andere Lebensmittel wiederum brauchen Startkulturen, die man käuflich erwerben kann, um die Fermentation zu beginnen. Und du brauchst ja da immer einen Zucker dafür, gell? Ja. Aber ist das dann eine rechte Zuckerlimonade oder wie viel ist da ungefähr drinnen? Das reduziert sich komplett runter. Durch das, dass dann die Hefen und die Bakterien den Zucker verwandeln, eben in diese organischen Säuren und in die ganzen Vitamine und in die Milchsäure, was wir dann haben, schmeckt es nachher trotzdem noch süß und frisch und hat aber den Zucker lange nicht. Ich habe vorher gehört, du hast Kombucha gesagt. Ja. Wo kommt das her? Eigentlich, bei uns nennt man Kombucha. Ja, wir sagen Kombucha, die Österreicher, die Deutschen und die Schweizer.
Es ist aber das ursprüngliche Wort, das Cha ist eben vom Tee und das ist im asiatischen Raum und da kommen wir ein bisschen zur Geschichte von dem Ganzen, dass damals der Kaiser in der Jin-Dynastie hat sich von seinem Arzt damals, der hat geheißen Kombu, und der hat sich ein fermentiertes Teegetränk zubereiten lassen, weil er Magenleiden gehabt hat und weil das ja eine probiotische Limonade ist, das heißt, es ist sehr gut für unsere Magen-Darm-Flora und der hat sich da quasi heilen lassen und der Arzt hat eben Kombu geheißen und Cha ist das Wort für Tee und deswegen heißt es Kombucha. Aber okay. Wir haben es eingedeutscht und haben es als Kombucha deklariert. Und der Kombucha-Pilz, das ist eben so eine galertartige Masse, würde ich sagen. Also genau, so ein bisschen schleimig schaut es aus. Ein bisschen eine Qualle. Ja, du kannst da gerne mal da reingreifen und den rausholen. Okay, einfach so. Einfach reingreifen, wie das? Genau. Ja. Ja, schau. Ja, es ist spannend. Den kriegt man viel schwer Wasser. Nein. Kriegst du? Ja. Genau. Den will ich nachverlegen, oder? Ja. Und bei jeder Fermentation, was wir haben, entsteht auf der Oberfläche wieder ein neuer SCOBY. Also SCOBY ist eben auf Deutsch gesagt eine Symbiose zwischen Bakterien und Hefepilzen. Und das bildet sich dann einfach durch den Fermentationsprozess da drinnen. Da entsteht ein gewisser, ein kleiner Anteil von Alkohol kann da entstehen, organische Säuren. Aber was ganz wichtig ist, es sind sehr viele essentielle B-Vitamine drinnen. Und diese B-Vitamine sind in unserer normalen Nahrung fast nicht drinnen. Also die kriegt man wirklich mit diesen probiotischen Getränken. Und wenn der jetzt mehr wird, könnt ihr den jetzt auch wieder aufteilen, oder? Also ihr könnt den jetzt zerschneiden? Also wir haben da, ja, zerschneiden das mag ich nicht so gern. Aber wir haben da zum Beispiel diese Scooby-Hotels und da werden dann einfach diese Schichten, kann man dann stapeln und das kann man halt dann einfach weitergeben an Freunde und an Familie und so wird er immer ein größerer Kombucha-Kreis, würde ich jetzt mal sagen. Also man züchtet den sozusagen weiter? Man züchtet weiter. Den einfach, genau. Es gibt dann verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, wie das man nämlich in der Kosmetik hernimmt oder in der Küche hernimmt. Er ist auch ein super Düngemittel. Also da gibt es ganz viele verschiedene Verwendungen. Man kann den trocknen, einlegen, man kann sich so Chips draus machen. Also der Kombucha ist sehr wandelbar. Also wenn man wirklich mal einen Überfluss hat, dann kann man das auch anderswertig verwenden. Ich habe übrigens saubere Hände gehabt. Ja, immer ganz wichtig ist beim Kombucha-Brauen eben auf die Hygiene zu achten. Die Gläser werden auch immer heiß ausgespült, wenn man einen neuen Ansatz macht. Und wichtig ist eben, dass die Hände gescheit gewaschen sind oder halt, wenn man weiterarbeitet. Ja. Jetzt schaut es fast ein bisschen aus wie so eine Selleriescheibe. Ja, das stimmt. Und jeder Kombucha ist anders oder schaut anders aus. Es ist wirklich selten, dass die mal alle gleich sind. Und ansetzen tun wir dann wieder mit dem Pilz und ein bisschen einer Ansatzflüssigkeit. Also 20% braucht man für den nächsten Ansatz. Das ist ganz wichtig, weil sonst das Milieu nicht mehr stimmt. Also es muss sauer genug sein, weil sonst könnten sie Bakterien, ungewollte Bakterien oder Schimmel darauf bilden. Ja. Genau. Das riecht ein bisschen wie so eine Reisessigmischung. Ja, das stimmt. Also durch diesen Tee, wir sind ja süßlich, da in der... Süßlich, säuerlich, ganz witzig. In der asiatischen Richtung. Und es kommt ja aus Asien und deswegen ist ja dieses, also wir haben ja Grün- und Schwarztee als Basis und das ist natürlich dann schon immer mit dieser Essignote dazu. Ja. Es ist aber ein bisschen feiner wie ein Essig. Also wenn ich das jetzt dann lang stehen lasse, dann habe ich irgendwann einmal einen Kombucha-Essig und dann habe ich entweder den aus Grüntee oder Schwarztee gemacht und kann den dann halt auch super zum Kochen hernehmen. Gerade für asiatische Gerichte lasse ich das super verwenden. Sehr interessant. Und was war jetzt da für eine Variante, die du jetzt machst mit dem? Also ich nehme gern eben, da habe ich Grüntee als Basis drinnen und meine Favorites sind natürlich regional, wenn ich jetzt da meine Brombeeren habe oder meine Zwetschgen, was ich gestern vom Markt geholt habe. Und da habe ich dann eine ganz tolle Kombination mit Lavendel, den habe ich mal abgeschnitten vor 2 Tagen. Der Lavendel gehört zu den Lippenblütengewächsen und er mag ganz gern sandigen, trockenen Boden und ganz viel Sonne. Im Mittelmeerraum, da findet man ihn auch wild. Bei uns muss man ihn allerdings anpflanzen. Es gibt dann die 30 verschiedenen Arten von Lavendel. Aber in der Volksheilkunde verwendet man den echten Lavendel. Und der hat ganz viele tolle ätherische Öle enthalten. Idealerweise erntet man den Lavendel kurz nachdem er aufgeblüht ist. Er ist aber allerdings eine Nahrungsquelle für ganz viele Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Und so ernten ich erst dann, wenn er abgeblüht ist, auch dann riecht er noch ganz wunderbar. Und Grund dafür sind eben die ätherischen Öle. Und da ist der Hauptbestandteil das Linalylacetat und das Linalol. Aber er hat auch Gerbstoffe, Flavonoide und Harze enthalten.
Der Lavendel wird auch als Nervenkräutlein bezeichnet, weil er uns super beruhigt, stresslindernd wirkt und uns nicht müde macht dabei. Er wirkt auch gegen Depressionen oder gegen nervösen Magen, aber auch gegen Gallenbeschwerden. Er gleicht uns außerdem auch noch den Blutdruck aus. Den Lavendel kann man zum Beispiel auch in Räumen auflegen oder zum Räuchern verwenden, da wirkt er desinfizierend. Man kann aber auch das ätherische Öl verwenden, das man aufträgt, zum Beispiel bei Insektenstichen, da wirkt er wunderbar. Den Lavendel kann man als Würzkraut hernehmen, in Salzen zum Beispiel, oder man gibt ihn in einen Sirup, in Getränke, in Marmeladen oder Nachspeisen. Also hier haben wir da den Lavendel in der Zweitfermentation mit der Zwetschge und mit der Brombeere und ich finde, das schmeckt richtig gut. Der Lavendel ist sehr aromatisch und von der Farbe ist es wirklich einfach der Hammer. Sieht richtig gut aus. Ja. Gut, Effi, probieren. Bitte. Boah, das riecht gut. Ja, es riecht, also deswegen der Lavendel hat einfach so eine besondere Note. Sehr dezent eben, finde ich. Boah, ist das lecker. Mhm. Gut, das kann ich gleich mir. Ja. Und hat also eine ganz leichte säuerliche Note. Und Zweitfermentation, was heißt das jetzt genau? Also das ist die erste Fermentation und das ist eben der Tee, dem was wir fermentiert haben. Und der steht in der Regel steht er zwischen 3 und 7 Tage. Und dann ist er für mich perfekt zu trinken, das ist aber ganz individuell, da muss jeder selber probieren wegen der Süße. Ja. Und dann wird diese Flüssigkeit, also bis auf einen kleinen Rest, was wir ja wieder ansetzen, kann man dann in die verschiedenen Flaschen geben und da eine Zweitfermentation machen. Zweitfermentation bedeutet, dass wir da alle möglichen Früchte und Gemüse, Kräuter oder Gewürze da rein interpretieren können. Und das heißt, wir haben da eine Vielfalt oder eine Auswahlmöglichkeit an alle möglichen Kombinationen. Und die Zweitfermentation wird bei Raumtemperatur 1 bis 3 Tage fermentiert, ungefähr bei 22 Grad. Im Sommer kann es eben sein, dass schon noch ein Tag fertig ist. Und in der Zweitfermentation passiert eben das, dass nochmal der Zucker aus den Früchten rausgearbeitet wird, umgewandelt wird und das in Kohlensäure. Mhm. Und deswegen haben wir da eine aprobiotische Limonade, die was dann sprudelt. Und das finde ich ist ein super saisonales Getränk nachher, was man einfach so nicht im Handel kriegt. Mhm. Und ich finde, das macht das Ganze aus. Jeder kann dann auch belieben saisonale oder exotische Zutaten reinmachen. Ganz toll sind auch von den Farben natürlich mit rote Beete, man kann mit Gemüse arbeiten. Also es ist wirklich von der Saison abhängig, mit Zitrusfrüchten, mit sogar Tannennadeln. Also da sind der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Und das ist eben gerade das Spannende bei der Zweitfermentation, weil bei der ersten bin ich relativ eingeschränkt mit den Teesorten und da eben mit Grüntee und Schwarztee. Und da finde ich das halt super spannend, wenn wir da Gemüse oder Obst weiter fermentieren und da einfach ganz einen tollen Geschmack drinnen haben, was man sonst einfach nicht kriegt. Und jetzt habe ich gesehen, du hast da so was Milchiges. Das möchte ich jetzt auch wissen. Was das ist der Wasserkefir und da unten sind die Wasserkefirkristalle drinnen. Und das ist auch eine probiotische Limonade und das ist einmal, jetzt sind wir wieder bei der Erstfermentation und da unten sind die Kristalle drinnen und wie das funktioniert, ist einfach, dass wir da ein gesüßtes Wasser haben mit Zitrusfrüchte und eben Trockenfrüchte, da sind Rosinen drinnen und dann wandelt sich der Zucker eben wieder in eine probiotische Limonade und in die organische Säuren rein. Und hat einen ganz einen tollen, hefigen Geschmack, muss man auch sagen. Er bildet dann in der Zweitfermentation wieder sehr viel Kohlensäure drinnen. Aber da in der, man sieht dann, wenn man das ein bisschen dreht, dass da manchmal dann so Blubberblasen raufkommen und die tanzen da so drinnen. Also man sagt Little Grains, sagt man zu einer auch dazu, oder Typicos, weil der Ursprung aus Mexiko ist. Okay, warum Mexiko? Damals hat ein Forscher, und das sind ja alles nur Mythen und Legenden, aber man sagt halt zumindest, dass da der Forscher auf einem Feigenkaktus ersten Wasserkefirkristalle gefunden hat. Und da kommt halt, also das ist der Ursprung, den was wir kennen aus Mexiko. Und kann man das essen? Ja, wir können das auch essen und das ist eben, der vermehrt sich relativ schnell. Also das ist der große Unterschied zwischen Kombucha und Wasserkefir, ist, dass der Kombucha ungefähr eine Woche fermentiert und das ist innerhalb von 3 Tagen fertig. Also da muss man relativ viel aufpassen, weil der ist ein kleiner Kannibale, der tut sich nämlich selber vernichten. Okay. Der isst sich nachher selber auf, wenn man dann nicht wechselt. Also man muss ihn immer gut füttern, immer schön Zuckermischungen reinmachen und dann vermehrt er sich relativ extrem. Also der wird dann aufs Doppelte oder
Dreifache. Und dann bleibt eigentlich immer viel über. Okay. Und ich habe am Anfang gedacht, was mache ich mit den ganzen Kristallen? Man schenkt sie natürlich dann her an Verwandte und Freunde, aber irgendwann sind die auch alle mal, haben die alle genug. Und da haben wir angefangen, oder habe ich angefangen, dann den Wasserkefir und die Kristalle ins Essen oder in die Kulinarik einzubeziehen. Und das kann man voll lecker, das schmeckt auch so. Und das kann man dann marinieren oder kann das in einen Joghurt reinmischen. Mhm. Und mein Favorite ist halt dann wirklich mein Frühstücksbowl mit Granola und mit den Wasserkefirkristallen, wenn die da so leicht mariniert sind mit einem Joghurt. Total spannend vom Geschmack her. Ich kenne nichts, was so von der Konsistenz so ist, aber es ist sehr spannend und sehr lecker. Darf ich mal probieren? Bitte, ja. Okay. So süßlich, ja. Süßlich, aber auch so ein bisschen leicht. Die Kristalle schon, aber so ein wenig mehlig. Ist das dann hinten was? Es ist eine ganz spannende Konsistenz. Ja, ganz, also habe ich noch nie probiert so in die Richtung. Das gibt es so nur. Ganz, ganz eigene Geschichte. Ja, es hat natürlich so eine Restsüße drinnen, aber man kann die ja in rote Betesaft einlegen. Dann hat man zum Beispiel ganz, ganz rote Wasserkäfigkristalle. Also die verfärben sie natürlich auch. Mhm. Was hätte das jetzt so ernährungstechnisch für einen Hintergrund? Das ist eben wie die probiotische Limonade, geht es in unserem Magen-Darm-Trakt, es reguliert unser Wohlbefinden. Also man sagt ja immer, das zweite Gehirn ist im Bauch drinnen, mhm, und deswegen ist es so wichtig, weil die ganzen organischen Säuren, was da drin sind, oder auch die Vitamin B, das kommt alles dann in den Magen rein. Und egal, ob man das Getränk jetzt trinkt, weil natürlich dort Inhaltsstoffe drinnen sind, oder man isst, das ist dann in der Regel egal, wie man das dann zu sich nimmt. Und wie würdest du aus dem jetzt eine Zweitfermentation machen? Also die Zweitfermentation, da nehme ich die Kristalle, die müssen ja dann quasi gereinigt werden, weil wir nehmen die ja wieder her. Okay. Und das heißt, wir tun das dann in ein Sieb rein, da wird das dann abgewaschen und dann wird das nochmal neu angesetzt. Und die Flüssigkeit, was da überbleibt, die können wir dann mit allen möglichen Früchte oder Gewürze fermentieren. In dem Fall habe ich da mit Papaya gearbeitet. Und einfach mal was Exotisches ausprobiert, auch mit Ananas. In den Südfrüchten Papaya und Ananas sind auf natürliche Art und Weise Enzyme enthalten. Und die sind nicht nur wichtig für unsere Verdauung, sondern auch für sämtliche Stoffwechselvorgänge. Auch unser Körper bildet Enzyme in den Zellen. Sie sind für sämtliche Stoffwechselvorgänge zuständig, aber auch für unsere Verdauung. Da haben wir das Verdauungsenzym. Das Verdauungsenzym spaltet große Nahrungsmoleküle in kleinere Einheiten auf. So wird es von der Darmschleimhaut besser aufgenommen und gelangt so besser in unser Blut. In den Lebensmittelenzymen sind auch genau die Verdauungsenzyme enthalten, wie zum Beispiel in der Ananas das Bromelin. Und das Bromelin spaltet nicht nur das Eiweiß auf, sondern es hat auch entzündungshemmende Wirkung und wirkt lindernd auf Verdauungsbeschwerden. Die Ananas hat außerdem nur eine basische Wirkung, weil sie ganz viel Mineralstoffe enthalten hat. Außerdem ist die Ananas super süß und ist ein toller Süßigkeitenersatz und man stärkt dann unser Immunsystem. In der Papaya ist das Enzym Papain enthalten, das uns auch die Eiweiße aufspaltet, aber zusätzlich noch gegen Parasiten wirkt, die sie von dem unverdauten Eiweiß ernähren. Und so können wir unsere Darmflora super ins Gleichgewicht bringen. Außerdem ist noch Lycopin und Beta-Carotin enthalten, das toll ist für unsere Zelle, aber auch für unsere Augen. Somit stärken wir auch mit der Papaya ganz toll unser Immunsystem. Ganz viel Papain ist in den Kernen enthalten, aber auch im grünen Fruchtfleisch. Die Kerne schmecken super scharf, würzig, also man soll es auf keinen Fall wegschmeißen, sondern vielleicht auch in die Gerichte, wie in einem Papayasalat, integrieren. Da Südfrüchte nicht regional sind, sind sie natürlich auch nicht sehr nachhaltig. Und somit ist es besser, sie dann zu genießen, wenn sie in näheren Ländern Saison haben, wie zum Beispiel in Spanien. Durch die Südfrüchte, was wir da haben, kriegen wir halt einfach ein sehr tropisches Aroma rein. Wir können das mit Ingwer und mit Zitronengras dann noch toppen im Endeffekt. Und da ist halt mit dem Wasserkefir wirklich viel Sprudel schon dabei und schmeckt wirklich sehr frisch. Also ich würde dir jetzt empfehlen, das zu probieren. Also da sieht man schon die Bläschen ein bisschen mehr, die Kohlensäure steigt ein bisschen auf. Bin ich gespannt. Ist anders, ist vom Kombucha auf Wasserkefir nachher, ist ein anderer Geschmack. Es ist nicht so süß, Nein. Also weniger süß. Ja. Und auch ein bisschen prickelnder noch. Da sind sehr viel Milchsäurebakterien drinnen und weniger Essigsäurebakterien, was wir beim Kombucha ja haben. Also da sind die Milchsäurebakterien. Man darf es aber jetzt nicht mit Milchkefir verwechseln. Also man kann sagen, das ist der Cousin
im Endeffekt. Ja. Aber es ist eine ganz andere Kultur, hat nichts mit Milch zu tun, eher mit Bier, weil da eben die Bierhefe drinnen ist. Mhm. Deswegen, wenn man da rein riecht und es steht ein bisschen länger, dann hat man schon ein bisschen den Geruch von dieser Bierhefe drin, wie wenn man beim Bier riechen wird. Ja. Genau. Und das schaut also so ein bisschen blubberig aus dann. Ja, das ist natürlich, weil ich das gemixt habe, dann kommt der Zucker natürlich schneller raus. Mhm. Und ja, das fängt dann ganz schön zum Sprudeln an. Ja, das sieht man dann, dass das ganz schön Bums hat. Deswegen habe ich das alles in diese Bügelflaschen drinnen, weil es einfach entweder im Freien oder bei der Abwasch geöffnet wird. Weil sonst hat man wirklich dann irgendwann einmal ein kleines Chaos in der Küche. Also gerade wenn das dann in die rote Farbe geht. Gibt es einen Punkt, wo man erkennt, dass jetzt so Zeit ist? Dass man aufpasst. Immer wieder öffnen. Also ich öffne meine Fermente, wenn das so jetzt bei mir in der Küche steht, jeden Tag. Werden sie einmal aufgemacht, dann kann eigentlich nicht so viel Kohlensäure entstehen. Mhm. Dass man das Ganze verringert, man kann das dann in den Kühlschrank reintun, weil die Bakterien werden ja dann nicht mehr so aktiv, okay, je kühler das es ist, und dann trotzdem täglich öffnen. Also ich würde wirklich immer empfehlen, egal ob es Kombucha oder Wasserkefi ist, bei der Zweitfermentation muss man einfach ein bisschen mehr aufpassen. Okay. Sonst, ich habe schon genug Experimente gehabt. Und ich habe ja gesehen, du hast da noch ganz viele verschiedene Sorten angesetzt. Ja. Aber eins ist klar, wenn ich schon da bin, dann mag ich die halt alle probieren. Ja, sicher. Wenn euch unsere Sendung gefallen hat heute, dann unbedingt nicht vergessen, Beitrag liken und Kanal abonnieren.